Ja, hallo, schön, dass du bei uns wieder zuschaust. Ich möchte heute auf ein ganz großes Thema eingehen, und zwar die Unternehmerfalle Zeit. Ich höre ganz oft von Unternehmern, von Selbstständigen, die Zeit ist ein Problem, ich habe keine Zeit, ich muss so viel arbeiten. Ich möchte euch ein Beispiel aus der Praxis erzählen. Einer meiner Kunden, der seit 2 Jahren von mir betreut wird, hatte das Thema, dass er, obwohl er ein Team von über 10 Mitarbeitern hatte, 6 Tage die Woche bereits 14 Stunden am Tag persönlichen Zeiteinsatz gebracht hat. Und das seit 1,5 Jahren. Und die Gefahr dabei ist, und bei ihm hat man das schon bemerkt, das hat auch selber schon gemerkt, dass die gesundheitlichen Auswirkungen langsam spürbar waren. Er hat seine Zeit für sich vernachlässigt, seine Zeit für die Familie vernachlässigt und wusste, es geht so nicht weiter. Und die erste Analyse, die wir gemacht haben, war, einmal anzusehen, was sind denn seine wirklichen Chefaufgaben? Was sind die Tätigkeiten, die er so macht in einer ganzen Woche? Und welche davon kann nur er als Geschäftsführer, als Unternehmensinhaber und aufgrund seiner Expertise durchführen? Und welche Tätigkeiten könnte er an seine Mitarbeiter abgeben? Er hat in seinem eigenen Erleben gesagt, mein Team unterstützt mich zu wenig. Und als ich mit seinen Schlüsselmitarbeitern gesprochen habe, war die Kehrseite der Medaille, dass die Mitarbeiter gesagt haben, er gibt uns ja so wenig, er lässt uns ja nicht. Und das ist eine Situation, die sehr oft eintritt. Nach dieser Analyse, die ungefähr 2 Stunden bei ihm gedauert hat, haben wir herausgefiltert, dass von seinen 84 Arbeitsstunden gerade mal 30 Arbeitsstunden seine echten Cheftätigkeiten sind. Also Tätigkeiten, die nur er aufgrund seiner Expertise oder aufgrund seiner Funktion als Geschäftsführer durchführen konnte. Also über 50% seiner Arbeitswoche hat er mit Dingen gefüllt, die auch sein Team erledigen konnte. Wir konnten diese Pakete, diese Arbeitspakete definieren und an seine Mitarbeiter übertragen. Und das Schöne dabei, dass wir nochmal 10 Stunden gefunden haben, die wir an seine leitenden Mitarbeiter weitergeben konnten nach einer 2-monatigen Einschulung. Das heißt, in seiner Situation hat er eine völlige Überlastungssituation erzeugt und hatte aber gerade mal ein Viertel der Tätigkeiten, wo es tatsächlich auf ihn persönlich ankam. Natürlich der Kundenkontakt, Chefentscheidungen, Personalentscheidungen. Was ich heute euch mitgeben möchte als Übung, und das könnt ihr machen, wenn ihr ein Team habt, ein kleines, oder wenn ihr selbstständig seid, auch hier kommt es darauf an, zu analysieren, was ist tatsächlich meine Tätigkeit, die nur ich machen kann. Ich lade euch ein, nehmt euch 30 Minuten in Ruhe Zeit und schreibt euch eure Tätigkeiten, die so in einer typischen Arbeitswoche anfallen, zusammen. Erstmal ohne große Wertung und dann mit einer groben Schätzung, wie viele Stunden das sind. Wenn ihr das gemacht habt in einem persönlichen Brainstorming, dann kommt der zweite wichtige Punkt und hier heißt es, kritisch zu sein. Was kann nur ich und nur ich aufgrund meiner Expertise, aufgrund meiner Funktion durchführen und was kann niemand anderer sonst? Das ist eine echte Chefaufgabe. Neben dieser Aufgabe schreibt ihr ein Ja hin. Und dort, wo ihr wisst, das kann auch jemand anders machen, dort kommt ein Nein hin. Und gerade wenn wir ein Team haben, ist es ganz wichtig zu identifizieren, was könnte ich jemandem geben, denn ich erzeuge damit eine Win-Win-Situation. Die Mitarbeiter freuen sich über mehr Verantwortung und ich werde als Chef entlastet. Wie ist das allerdings, wenn du selbstständig bist, wenn du wirklich gerade gestartet hast oder 2 Jahre im Markt bist und fast alles alleine machst? Auch hier ist diese Analyse enorm wichtig, denn es gibt einen Grundsatz in der Führung, in der erfolgreichen Führung von Unternehmen, der heißt, wichtig ist die Frage, who and not how. Das heißt, die Frage ist, wer kann diese Arbeit machen und nicht, wie kann ich es machen oder wie kann ich es besser machen. Wenn du beispielsweise ein Masseur bist, dann kann diese Massagen klarerweise nur du als Masseur durchführen, denn das hast du gelernt, das ist deine Expertise, deswegen bekommst du den Auftrag. Verwaltungstätigkeiten, die Buchhaltung zu machen, Mahnungen nachzutelefonieren, das kann typischerweise schon jemand machen, der auf diesen Bereich Experte ist oder Expertin. Und wenn du dir frühzeitig diese Frage stellst, entlastest du deine Arbeitswoche um 1, vielleicht sogar um 2 Tage und kannst damit deutlich mehr produktiv sein
mehr Umsatz, mehr Wertschöpfung für dein Unternehmen generieren und damit allalong wirklich erfolgreich sein. Also ich lade dich ein, nimm dir 30 Minuten Zeit, schreib dir von einer typischen Arbeitswoche die Tätigkeiten zusammen, entscheide wirklich kritisch, was ist eine Cheftätigkeit und was kann auch jemand anders, vielleicht nach einer Einschulung, machen, was kann ich jemand anders geben. Und wenn du dir frühzeitig hier ein Team aufbaust, auch von externen Experten, die mit dir zusammenarbeiten, dann bist du auf einem guten Weg, erfolgreich zu sein. Viel Spaß beim Umsetzen. Würde uns freuen, wenn du uns hören lässt, wie es dir dabei gegangen ist. Ich wünsche dir viel Erfolg. Danke. Ich freue mich riesig, wenn dir dieses Video weitergeholfen hat. Hast du eine Frage, schreib sie uns gerne in die Kommentare und like unser Video. Hier kannst du unseren Kanal abonnieren und da unten kommst du zu den nächsten Videos. Bis zum nächsten Mal. Ciao.